Endlich darf der VW ID.Buzz mehr als bislang nur 145 km/h, nämlich 160 km/h fahren. Dazu braucht ihr dann aber die neue GTX-Variante und was die so mit sich bringt und ob sich das lohnt, das zeigen wir euch hier. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Ersteindruck des VW ID.Buzz GTX. Hinter mir in der langen Radstandvariante, aber ihn gibt es natürlich auch in der kurzen Radstandvariante, wahlweise dann mit 79 oder 86 Kilowattstunden netto Akkukapazität, aber immer mit 340 PS und 160 km/h Topleistung. Hier gerade in der neuen Farbe Kirschrot gefällt mir persönlich sehr gut. Vor allem unter freiem Himmel macht die wirklich einiges her. Alle Details zum Fahrzeug zeigen wir euch aber jetzt. Wie auch schon die anderen neu vorgestellten Volkswagen ID GTX Modelle hat der ID.Buzz in der neuen Top-Variante jetzt eine neue Tagfahrlichtsignatur im unteren Bereich der Schürze und natürlich das Fahrzeug kommt serienmäßig mit den IQ-Lampen und hat dementsprechend eine sehr, sehr gute Ausleuchtung. Wir konnten euch das bei den anderen Fahrzeugen ja schon zeigen und auch beim ID.Buzz hat mich das wirklich überzeugt und insgesamt wirkt die Front dadurch richtig schick. Das IQ-Light ist sonst relativ teuer, hier bekommt man alles in einem Paket und die Front ist dadurch richtig schön aufgeräumt. Mir persönlich gefällt das, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Die Felgen starten serienmäßig bei 19 Zoll und optional gibt es dann die hier zu sehenden 21 Zoll, wobei ich sagen muss, dass mir bei den aktuellen ID-Modellen eher die glanzgedrehten Varianten gefallen. Die wirken eher etwas hochwertiger. Als wir euch den ID.Buzz in der langen Radstandvariante damals in der Weltpremiere in Los Angeles gezeigt hatten, da hatte der hinter der Schiebetür eine Sitzbank. Dementsprechend die Sitzkonfiguration 232, also einen Siebensitzer, den wird es auch beim GTX nur in der langen Radstandvariante geben. Hier heute verbaut für euch im Video haben wir die Sechssitzer-Variante. Bedeutet zwei vordere Sitze, zwei in der zweiten Sitzreihe und zwei in der dritten Sitzreihe. Es gibt den, wie gesagt, auch als Siebensitzer und es gibt auch den langen Radstand als Fünfsitzer plus es gibt den kurzen Radstand als Fünfsitzer und es gibt auch den kurzen Radstand als Sechssitzer. Eine Siebensitzer-Variante gibt es dann nicht, aber so hier ist es auch nicht schlecht, denn da kann man diese Sitze in der zweiten Sitzreihe verfahren und man kann sie dann entsprechend auch so einmal nach vorne klappen, so hinziehen, um in die zweite Sitzreihe zu kommen. Aber all das ist Thema fürs Interieur. Denn die Sechssitzer-Variante schauen wir uns da im Detail an. Ich wollte euch nur zeigen, was es eben für Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Nein, es gibt leider keine Sitzschienen, die man dann variabel hin und her schieben kann, wie man es von einem Multivan gewohnt ist. Aber ich finde, das ist schon ein ganz gutes Konzept. Und jetzt geht's weiter mit dem Roundup. Dabei reden wir noch über ein paar technische Daten. Zum einen gibt Volkswagen an, dass der ID.Buzz GTX voraussichtlich in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen soll. Echt eine vernünftige Zeit, wenn man überlegt, wie groß dieses Fahrzeug ist. Und auch in Sachen Ladeleistung tut sich etwas, denn die kurze Radstandvariante kommt ja mit 79 Kilowattstunden. Das ist eine neue Batterie mit neuer Technik, die dank 185 kW Spitzenladeleistung in ca. 25 Minuten von 10% auf 80% sein soll. Die große, bereits bekannte 86 Kilowattstunden Batterie schafft es in von Volkswagen angegebenen knapp unter 30 Minuten von 10% auf 80%. Da hat man also dann fast dasselbe. Hinten angekommen müssen wir natürlich über den Kofferraum sprechen. Und das ist ja einer der größten Vorteile und natürlich auch ja, Argumente für den ID.Buzz an der Stelle. Nicht nur, weil ich jetzt hier bei dem leichten Nieselregen mich unter diese riesige Heckklappe stellen kann. Nein, weil der sehr, sehr viel Verstaumöglichkeiten bietet. Und da muss ich jetzt leider, verzeiht es mir an der Stelle, mein Handy zur Hand nehmen. Denn das sind viele, viele Werte. Vor allem, weil wir euch ja beide Radstandvarianten sagen wollen. Zum einen in der kurzen Radstandvariante. Da habt ihr, wenn ihr hier hinten diesen Sitz analog zum linken umklappt und quasi nur zwei Sitzreihen habt, 1121 Liter. Analog habt ihr bei der langen Radstandvariante, wie wir sie hier haben, wenn man das so umklappt, 1340 Liter, also rund 220 Liter mehr, was schon echt einiges. Und wenn man alles umklappt, also die Sitzreihe hier und auch noch die zweite Sitzreihe, dann kommt man im kurzen Radstand auf 2123 Liter und im langen Radstand, also dem hier, auf 2496 Liter. Und dann gibt es noch den Wert für hier hinten, für den Bereich, nämlich wenn beide Sitze hinten aufrecht stehen und da kommt man auf 309 Liter.
Das ist dann nicht viel, aber das ist trotzdem ein bisschen was, denn gerade wenn man hier einfach nur mal was transportieren will, sei es jetzt hier unten in diesen cleveren Taschen oder eben auch hier oben drauf, dann ist das der Kofferraumvolumen von einem Kleinwagen. Und wenn man dann eben nicht 6 Personen oder 7 Personen mitnehmen will, dann klappt man das hier hinten um und hat den entsprechend gesamten Platz. Dieses Board hier kennen wir auch schon aus den Nicht-3-Reihen-Varianten. Gibt es entweder in kurz oder in lang, wenn ihr nicht die 3. Sitzreihe habt. So viele verschiedene Versionen. Ich komme selbst durcheinander. Hoffe, dass es für euch nachvollziehbar ist. Über einen Punkt müssen wir noch sprechen. Da kann ich hier links ziehen. Die semi-elektrische Anhängerkupplung. Aber die zeigen wir euch nicht hier. Denn auch wenn ich das selber nie fahren dürfte und auch den Anwendungszweck von einem Anhänger in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich bei mir im persönlichen Alltag nicht ganz so wichtig finde, gibt es ja viele von euch da draußen, die das Thema Anhängelast sehr, sehr wichtig nehmen. Vor allem seit der E-Mobilität ist es gefühlt in aller Munde, warum kann E-Auto XY nur so und so viel ziehen? Und deswegen hat VW gesagt, hey komm, beim ID.Buzz, da erhöhen wir die Anhängelast und das ermöglicht dann nicht nur das Ziehen von kleinen Anhängern, sondern wenn dann richtig, und zwar Pferdeanhänger oder alles andere im Bereich zwischen 1,6 und 1,8 Tonnen, denn der kurze Radstand darf 1,8 Tonnen ziehen, der lange Radstand 1,6 Tonnen, ist aber deutlich mehr als die bislangen ID.Buzz Modelle und deswegen schreibt gerne in die Kommentare, ob das jetzt endlich eurem Anwendungszweck genügt, diese Anhängelast hier zu haben, sämtliche Funktionen wie Anhänger, Rückfahrassistent und so weiter. Im Display innen habt ihr natürlich auch verbaut. Und das hier sieht doch ganz cool aus. Mal sehen, wann der erste ID.Buzz GTX bei euch auf dem Pferdehof vorfährt. Wir schauen uns jetzt aber den Innenraum an. Hier innen ist dann VW GTX typisch, alles in Rot und Schwarz gehalten. Dazu gehört auch zum Beispiel ein etwas dunkleres Holzdeko hier vorne. Und es gibt ab dem Moment, wo die GTX-Modelle verfügbar sind, dann auch das neue Infotainment. Bedeutet dieses große 12,9 Zoll große Hauptdisplay mit dann, sage und schreibe, ID Software 5. Hier drauf vorinstalliert, dass es alles schön flüssig läuft, mega gut, egal ob es die Routenplanung ist, ob es alle Einstellungsmöglichkeiten sind. Es gefällt mir einfach auch die Integration hier im Raum mit dem Slider darunter. Das ist alles echt angenehm gemacht und, wenn die Kritiker jetzt kommen, auch hinterleuchtet. Mir war das bisher immer egal, aber ja, jetzt sind hier beleuchtete Buttons. Bedeutet aber auch, der Gangwahlhebel ist jetzt hier unten, war es beim ID.Buzz ja aber schon immer. Ich finde es sehr angenehm hier drin. Diese verstellbare Mittelkonsole hier vorne, dieses Extrafach mit 2 Cupholdern, alles wie gewohnt, aber eben mit diesem GTX-Touch. Also rote Biese am Sitz, hier rot, hier rot. Es ist ein bisschen sportlicher, auch wenn mir persönlich so ein sportlicher Sitz fehlt, denn es ist natürlich der VW ID.Buzz bekannte Sitz, nur mit einer GTX-Prägung. Aber an sich tut es dem Auto wirklich gut. Auch hier dieses ganze dunkle Dekor, das ist echt schick. Und das optionale Glaspanoramadach gibt es leider an der Stelle gesagt, nur in der Langradstand-Variante. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass das auch entsprechend in die Kurzradstand-Variante wandert, denn das macht diesen ganzen Innenraum noch mal so ein bisschen luftiger. Gibt es aber leider nicht. Und wem es zu luftig ist, der kann das abdunkeln, denn das ist auch genauso wie die ganzen anderen neuen Glasdächer oder smarten Glasdächer von VW elektrostatisch aufladbar. Dann ist es abgedunkelt, weniger Licht kommt rein und wir schauen uns die 2. Sitzreihe an. So viele Neuerungen im ID.Buzz, dass ich vorhin gerade noch was vergessen habe, denn es gibt auch ein Head-Up-Display. Das ist zwar nicht das AR-Head-Up, was wir aus den anderen ID-Modellen kennen, aber es zeigt einem zumindest die Geschwindigkeit und auch die nächste Abbiegung an. Ist ja nicht schlecht an der Stelle. Was gibt es hier hinten Neues? Es gibt hier oben, ganz wichtig, auch beim normalen Radstand, Luftausströmer mit einer Klimasteuerung. Und das tut dem Auto richtig gut, denn wir wurden heute hier auf Mallorca hierher geschattelt in den normalen ID.Buzz. Und da wird es hinten schon relativ schnell warm, weil einfach keine direkte Luftzufuhr ist. Da gibt es nur die vorderen Ausströmer und hier hinten fehlt es. Und gerade mit 3 Sitzreihen macht es sich dann echt bezahlt, hier oben nochmal Luftausströmer zu haben. Das kam jetzt neu dazu. Außerdem gibt es im langen Radstand hier unten, nee, er ist nicht an. Eigentlich ein Fenster, was ich hier öffnen sollte, geht aber nicht. Ist ein Vorserienfahrzeug, da sei es ihm jetzt verziehen. In dem Video zum langen Radstand konnten wir es euch zeigen. Jetzt noch zu anderen Features. Zum einen gibt es hier diesen Tisch, kennen wir auch aus den anderen Modellen und sehr, sehr viel Platz. Ich finde es ganz cool hier mit diesen 2 Captain Chairs, wie man das hier nennt, also 2 vollwertige Sitze. Da habe ich dann zumindest innenseitig eine Armablage. Hier außen kann ich dann meinen Arm außen oben ablegen, sitze ich so ein bisschen da, aber schon ganz komfortabel auf längere Strecken. Und man hat natürlich an den Beinen viel Platz, man hat nach hinten viel Platz und man kann das Ganze hier auch verfahren. Also selbst so sitze ich immer noch ganz in Ordnung, obwohl ich 1,73 Meter jetzt nicht riesig bin, aber auch nicht ganz klein. Wenn ich jetzt hier, ich sag mal,
auf eine komfortable Position fahre, wenn der Beifahrer vielleicht noch ein bisschen mehr Platz macht, dann sitzt man hier recht gut und dann kann man es auch ermöglichen, hinten zu sitzen. Dazu ziehe ich, wie vorhin schon mal gezeigt, den Sitz hier mal nach vorn. Dann habt ihr nämlich den Einstieg und ich gehe direkt innen durch, denn ohne diese 5-Sitzer-Konfiguration bzw. 3 Sitze in der zweiten Sitzreihe kann man hier mittig natürlich durchlaufen und das ist schon mega komfortabel. Dann hier einmal so die Kopfstütze ganz nach oben schieben und hier hinten sitzen. Und ganz ehrlich, ich hätte den Sitz jetzt gar nicht so weit vorfahren müssen, wenn ihr seht, ich kann ja hier mega bequem drin sitzen. Habe einen vollwertigen Sitz, sitze hier richtig bequem, habe hier rechts einen USB-C-Anschluss. Ich habe hier eine Armlehne, ich habe einen Cupholder, mir fehlt es hier echt tatsächlich an gar nichts. Und hier oben gibt es nochmal Luftausströmer, das heißt auch hier hinten wird mir genügend kalt oder eben warm. Ich finde es super, also das ist wirklich vom Packaging her richtig gut gemacht. Und man hat hier hinten sogar Isofix-Sitze, denn auf allen äußeren Plätzen, außer dem Fahrersitz, ihr erratet es richtig, gibt es Isofix. Bedeutet Beifahrersitz. Hier die beiden äußeren, nicht in den Mittelsitz. Und hier hinten, also 5 Isofix-Punkte in so einem Fahrzeug. Da könnt ihr ja sonst wen mitnehmen. Das finde ich richtig cool und ist mega praktikabel. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es vom Raumkonzept wirklich cool. Ist jetzt nicht GTX-spezifisch, bis auf hier diese Rautenmusterung und so weiter. Aber an sich ist das ein wirklich cooles Auto. Aber ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Längst überfällig würden jetzt wahrscheinlich einige argumentieren, dass der ID. Buzz eben diese ja etwas mehr an Höchstgeschwindigkeit spendiert bekommen hat und vor allem auch die Anhängelast. Denn natürlich mit so einem Auto will man unterwegs sein. Man will was ziehen, man will genügend Zuladung haben und man will auch viele Leute mitnehmen. Und ich glaube, die GTX-Variante schafft da eine gute Möglichkeit. Interessant wäre jetzt noch, wenn Volkswagen irgendwann den Weg geht und sagt, hey, wir machen zwischen die normale Heckantrieb-Variante und die GTX-Version, analog auch zum Beispiel zu einem ID.4, noch eine Allrad-Variante, denn ich glaube, die wäre für viele von euch auch interessant. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, denn das ist jetzt eins von vielen GTX-Videos und wer genau aufgepasst hat, der merkt, ein Fahrzeug fehlt noch im Bunde und das kommt bald. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welches Auto es jetzt bei Volkswagen noch nicht als GTX gibt und wann der kommen soll und ab wann der bestellbar sein sollte. All das schreibt gerne in die Kommentare. Und ansonsten seht ihr hier oben den VW ID.3 in der GTX-Variante und hier unten, was nehmen wir? Den ID.7 Tourer GTX.